Hi, ich mach schnell. Hamid, Vanessa. Okay, der jetzt. Casting gut, Recall gut, Malediven gut. Und dann Live-Show, alles kaputt. Ich rede gerade über der jetzt. Ja, ich rede zu schnell, weil ich was machen. Top 16 Show. Dürfte Dennis nicht rausfliegen, sondern Christoph müsse. Da war sonst alles okay. Top 10, Thomas könnte rausfliegen. Ja, aber er hat echt gut gesungen. Muss ich zugeben. Ja, er müsste auch schon weiter. Top 9, Silvia. Sie hat ja keinen Doktor bekommen. Ja, dann können sie ja raus. Und dann Top 8. Alles gerät unter Kontrolle. Vanessa Krasnitschi. Beste Stimme hat sie. Und sie ist drauf. Wie soll das gehen? Unglaublich. Sie mit der besten Stimme fliegt. Ja, ich weiß, glaube sogar so. Die drei Mädchen, die es Top 10 geschafft haben, sind arrogant. Arrogant. Top 7. Hamed Anushe. Der ist doch richtig gut. Wisst ihr? Ey. Ich überlege mir ganz ehrlich, ey, ich kann jetzt rausnehmen. Beim nächsten Tag war er rausgeflogen. Da stand eine Meldung. Man konnte Hamed Anushi nicht anrufen. Top 6. Der Christoph, den ich gar nicht mag, musste schon Top 16 raus. Und Dennis musste weiterkommen. Das ist meine Meinung. Top 5. Joey musste wenigstens 10. Platz werden. Weil der hat immer kein Lob bekommen. Nie hat er Lob bekommen. Außer Malediven manchmal und Top 16er ist ein. Weil Motorshow hat den nie Lob. Wer das mir? Ja. Einmal. Das ist echt Katastrophe. DSDS. Sachen passieren echt scheiße bei DSDS. Ich wollte es erst gar nicht mal anschauen. Top im Finale. Was? Und dann Top 4 Fabienne. Die fand ich schon hübsch. Das, ja. Aber die müsste auch schon so 6. 7. werden. Weil die ich finde die gar nicht so gut. Top 3, Chessy fliegt raus. Da musste Daniele raus. Chessy singt so gut. Ja. Chessy, er hat auch eine Weltklasse-Stimme. Finale, Luca gewinnt. Ja, das hätte ich auch gesagt, Luca und Daniele. Daniele, ich finde den gar nicht so gut. Der hat schon eine schlechte Stimme. Ich sag mal jetzt meine Meinung, Top 10. Erster, Vanessa. Zweiter, Chessy. Dritter, Ham. Vierter, Luca. Fünfter. Ja, die, wo schon bei Top 16 rausgeflogen sind, sage ich. Fünfter. Ja, warte, der war gut. Ja, gut, schwer anscheinend. Papier, sage ich mal. Und dann, sechster, Thomas. Siebter, Silvia. Achter, Joey. Nee, 9. Ey, warte, irgendwas ist unter Kontrolle. 1. Vanessa, 2. Chessy, 3. Hamed, 4. Luca, 5. Fabienne, 6. Thomas, 7. Silvia, 8. Warte mal, ich schau mal, wer alles dabei ist. Top 10 wirklich vergessen. Ey, Scheiße. Ja. Vieles ist bei dir jetzt wirklich scheiße. Okay. 1. Vanessa. 2. Chessy. 3. Hamed. 4. Luca. 5. Thomas. Ja, Thomas ist besser. 6.
Ja, Daniel. Siebter, Fabian. Achter, Silvia. Neunter, Joey. Nee, neunter. Wie heißt der? Christoph. Zehnter, Joey. Also Christoph finde ich eigentlich schon besser, weil er Schlager gut ist. Aber ich mag ihn nicht, weil es das STH-Wort ist. Ich sag jetzt mal was Neues. Also, wenn ihr was findet, was echt scheiße ist, was ich scheiße vielleicht gesagt habe, ja, dann schreibt ihr das mir unten bitte. Also, soll ich noch was sagen oder so, wenn... Warte. Ja, schaut doch mal schon. Der Luca und der Daniela haben schon Wikipedia. Ja, soll ich es mal lesen? Luca Henny, in Klammer 8. Oktober 1994 in Bern, ist ein Schweizer Sänger, der 2012 als Gewinner der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, in Klammer, der jetzt bekannt wurde. Leben. Bereits im Kindergarten nahm er Schlagzeugunterricht. Mit 9 Jahren brachte er sich selbst die Gitarre und Klavierspielen bei. Aktuell, in Klammer Frühjahr 2012, befindet Henny sich im 2. Lehrjahr einer Ausbildung zum Maurer. Er lebt bei seiner Mutter und deren Lebenspartner in Uetendorf im Kanton Bern. Henny bewarb sich 2012 bei der 9. Staffel der Gesangskartingshow Deutschland sucht den Superstar. Er erreichte das Finale am 28. April 2012. Dort trat er gegen Daniel Negroni an und gewann schließlich mit 52,85% der Zuschauerstimmen. Henny ist der bisher jüngste und zugleich der erste ausländische, der es jetzt gewann, als Siegpremiere erhält er 500.000 Euro und ein Plattenvertrag bei der Universal Musik Group. Zudem wird ihm, wie auch Daniel Negroni, der Führerschein und ein Auto gesponsert. Seine erste Single ist Don't Think A Bit Me, komponiert von Plattenvertrag bei der Universal, ich meine, komponiert von Dieter Bull. Soll ich euch mal sagen, was Luca alles gesungen hat? Ja, sonst wäre ja euch schon lange. Ihr könnt halt irgendwie. Top 16 hat der DR Team von Echewa, kenne ich nicht. Und dann Top 10 Hammer Hits Baby Can I Hold You von Boyzone und Tracy Chapman und Party Hits Baby von Justin Bieber und Ludacris. Herzenssongs für dich, You Somebody, Piano-Version von Laura Jansen, Kings of Leons, Ab in den Süden, Fields of Gold, Sting, Solo und Duette, Hero von Enrico Iglesias mit, wie heißt der Junge nochmal? Joey, und Solo, You and Me, in Klammer, In My Pocket von Malone, und dann, Unplugged with the Power Songs, hatte einmal Hey, Chidilia von Play With Teeth und einmal Wonderful Life von Hot. Und Classic Pop und Rock hat der Beautiful People von Chris Brown und Benny Benassi und Casing Cross von Snow Patrol und einmal Ultimate Steak, Philip Proofer und einmal im Halbfinale hat er den Main Care Ron, The Move, The Script und Macheri von DJ Anton, das Lied ist echt geil. Und einmal das Beste von Silbermond. Und im Finale hat er allein vom Polarkreis. Warte mal. Das bleibt die Lampe. Finale hat er allein vom Polarkreis 18. Und die A-Team nochmal von Ed Sheeran. Und Don't Take a Bit Me. Ich zeig's auch auf euch von Daniela. Er wurde 31. Juli 1995 in Arona in Norditalien geboren, ist ein deutscher Sänger mit italienischen Wurzeln. Er ist zweitplatziert in der 9. Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Warte, was gibt's da? Werdegang.
Im Alter von einem Jahr kam Negroni nach der Trennung seiner Eltern mit seiner Mutter und seinem Bruder Enrico nach Deutschland. Seinen leiblichen Vater kannte er nicht. Seine Mutter Renate arbeitet als kaufmännische Angestellte, er lebt momentan im betreuten Wohnen und besucht eine Berufsschule. Am Herbst 2012 nahm er der Katzenschutz. Das stimmt nicht. Da muss 2012 stehen. Oder ab Herbst, doch, ab Herbst 2011 nahm er an der Castingshow Deutschland durch den Superstar teil, wo er bis zum Finale kam. Dort verlor er am 28. April gegen Luca Henny mit 47,19% der Stimmen. Ja, Luca hatte 52% der Stimmen des Telefonvotings. Am Tag darauf erreichte sein Separations der Sieger Just Don't Take A Bit Me Platz 1 der Downloadcharts. Eine gleiche Version der Single existiert für den Luca Handy. Beide erreichten Platz 1 und Platz 2 der Downloadcharts. Luca und Daniele bekommen jeweils ein Auto mit Führerscheinausbildung mit Sponsor. Soll ich auch sagen, was die gesungen haben? Ja. Top 16, wer schafft es in die Top 10? Forget You von Kilo Green. Und Summer Hits, Beautiful Girls von Shawn Kingston, Party Hits, All Summer Long von Kid Rock, Herzenssong für dich, Oh Johnny von Jan Delay, Ab in den Süden von Bodhi und DJ Jimmy, Solo und Duette, YMCA mit Christoph von Willash Pearl, Solo und Duette, Forgive Forget Allein, als Solo war das, von Caligula, und Crooked und Power Song, Kello, Olo Limpet und Close sing this, With My Life von Bon Jovi, Classic Pop and Rock, No Matter Weight von Boris Vian und Sex and Five von Kings of Leon und Clocking Haven Storm von Guns N' Roses. Halbfinale Beacon von Madcon, River You Will Go von The Killing, Drift Me von Train und Dance With Somebody von Mando Diao und Forget von Caligula und Don't Take A Bit Me. Von der Mediengrund. Und schau, das war's. Vielleicht hat es euch gefallen. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es unten. Und ciao.